Können wir mal bitte diejenigen sehen, die die Jublamol die Youngstars nennt? Könnt ihr mal aufstehen? Denn wir wollen euch natürlich ordentlich gebührend begrüßen. Ja, und bei euch hat es auch funktioniert, sind auch alle zusammengerückt. Wir haben uns aufeinander eingelassen, alle miteinander. Heute Abend sind sozusagen miteinander musikalisch unterwegs. Und dann darf und dann soll man das natürlich auch hören, dass man musikalisch gemeinsam unterwegs ist. Oder marschieren Sie etwa gerne alleine? Wir hören entsprechend einen Marsch, den McDonald's Marsch. Wir sind also gemeinsam unterwegs mit einem Marsch und gemeinsam geht's bewegt weiter. Obwohl, wenn ich ins Programm schaue, nur mit Schildkröten. Die sind ja meist nicht so gerade ganz flott unterwegs. Aber wenn die Jublamo die Schildkröten ins Rennen schickt, dann geht's zur Sache. Wir erleben jetzt ein Schildkrötenrennen, das Turtles Race. Es wird immer flotter. Da wird gerade noch marschiert, dann geht es schon ins Wettrennen und auch dabei bleibt es nicht, sondern wir steigen aufs Radl. Ist aber kein Kärntner Ironman-Wettbewerb, sondern das Konzert unserer wunderbaren Jublamo. Und deswegen müssen wir gar nicht selber aufs Radl, sondern
wir machen einfach die Zuschauer, besser Zuhörer dieser sportlichen Einlagen und hören dem Radler in Moskau zu. So genial funkt das hier im Konzert, denn so schnell entwickelt sich das im Grunde auch in der Wirklichkeit in der Jublamo. Da sind Kinder dabei, die haben gerade erst im heurigen Schuljahr angefangen zu musizieren und schon werden sie von den anderen Mitgliedern des Orchesters vom Marsch zum Rennen bis eben hinauf aufs Radl gesetzt und mitgerissen. Und so funktioniert das Ganze, so macht es Spaß und deswegen dürfen wir uns begeistert zurücklehnen und schauen, wie der Radler in Moskau unterwegs ist. Der Radler in Moskau radelt so gemütlich dahin, dass man fast meinen könnte, nur das geht ja von alleine. Aber das vermuten natürlich nur die, die beim Radeln immer ans E-Bike denken. Aber wirklich radeln, erst recht, wenn man eben so wie die Jublamo vorhin noch marschieren und rennen und was weiß ich noch alles muss. Das wird, weiß Gott, nicht einfach. Da wird das Radeln nicht bloß in Moskau, sondern auch in Ferndorf zur Herausforderung. Und das muss ich an dieser Stelle einfach mal ausführlicher sagen. Weil wir das, denke ich, gar nicht hoch genug schätzen können, was der Kapellmeister Gernot Steintaler da zusammenbringt. Im echten Sinn des Wortes. Zusammenbringt. Ich sag's mal so, ich sag das immer wieder gerne so, ich darf ein paar Mal in der Woche auch so ein bisschen Hobbylehrer spielen. Und ihr habt eine Vorstellung, wie das ist, so als evangelischer Religionslehrer, ja, da hat man sehr gemütlich, ne? Das sind so eher kleine Gruppen und dann sind sie alle nur aus einem Jahrgang. Ihr lieben Lehrerinnen und Lehrer, die ihr euch heute hier eingefunden habt, ihr werdet mir sicher recht geben. Wenn ihr das seht, da sind so viele Kinder und Jugendliche aus so unterschiedlichen Jahrgängen und Gernot Steintaler bringt sie alle zusammen und schafft etwas Gemeinsames. Und das kann man ja zum Beispiel auch am Dresscode sehen, in der gemeinsamen Tracht, ne? Gint und Leibel und gemeinsames Handy. Natürlich nicht. Aber gemeinsames Notenblatt am Pult. Obwohl, das nächste Stück hat durchaus einen handytauglichen Titel. Bandtime.com. Thank you.
Wer das bestaunt, was Gernot Steindaler so zusammenbringt, der wird ihn vielleicht auch fragen wollen, wie machst du das? Und dann erzählt er natürlich auf seine Weise, eben auf musikalische Weise, wie das Ganze funktioniert. Wir erleben das im Zuhören, was die Jugendlichen im Laufe des letzten Jahres in der Jublamu miteinander erlebt haben. Ich stelle es mir so vor, wenn du da neu dazukommst, das ist ungefähr so wie Stift, also so wie Lehrling sein. Alles ist komplett neu, du hast keine Vorstellung, was auf dich zukommt. Und dennoch gehörst du vom ersten Tag an zum Team. Du gehörst zur Musikfabrik. Und wir hören genau die. Musikfabrik. Das Orchester hat uns seit der Pause, also seit die Youngstars jetzt mitspielen, ja vorgeführt, wie es miteinander lernt und wie es gemeinsam auf dem Weg ist. Das sind zunächst einmal vielleicht so ein paar Viertelnoten und dann kommen mit der Zeit ein paar Achtel dazu und dann vielleicht sogar noch ein paar punktierte Noten. Und dann, wenn man das alles schon gelernt hat, dann kommt ein ganz schöner, ein ganz größerer Schritt dazu. Dann geht es nicht mehr bloß um einen gemeinsamen Rhythmus, obwohl das ja schon etwas Großartiges ist. Dann gönnt man sich sogar noch andere Formen der Betonung. Und so hören wir nun einen Forte- und Piano-Song. Und mit diesem Stück beschließen wir diesen Teil des Konzerts mit den allerjüngsten Musikerinnen, den Forte- und Piano-Song. Thank you.
eine Zugabe? Ja, natürlich. Unbedingt. Und dazu will ich noch mal betonen, was ich vorhin schon angedeutet habe. Das könnte ja alles auch ganz anders sein. Wir erleben ja nichts, was irgendwie selbstverständlich wäre. Das könnte auch alles ganz anders sein. Nichts von playing together und gemeinsam marschieren und rennen und radeln und gemeinsam vorwärts kommen. Es könnte auch ganz anders sein. Und das Kontrabeispiel ist der berühmt gewordene Chinese in Paris. Der kommt dort an, aber anstatt gescheit Französisch zu lernen und so vielleicht mit den anderen in der Stadt irgendwie gemeinsam gut leben zu können, probiert er genau das Gegenteil aus. Er versucht, den Parisern Chinesisch beizubringen. Na, ob das was wird. Hören wir uns gemeinsam dieses humorvolle Stück an, mit dem wir dann die Youngstars von der Bühne verabschieden, bevor wir nochmal die alten Jublamu-Hasen hören werden. Einen großen Applaus für die Youngstars, die jetzt von der Bühne gehen. Vielleicht noch einen Applaus für die Gangster, die jetzt noch oder schon wieder auf der Bühne sind. Und Gangster sind sie ja wirklich. Was ist das für ein grandioser Haufen von Gangstern? Die meisten unter Ihnen werden wissen, dass die Jublamu gerade letztes Jahr sich in einem großen Wettbewerb hat messen lassen.
Und kaum haben sie ihren Erfolg richtig ausgefeiert, schon haben sie sich auf den nächsten Landeswettbewerb vorbereitet. Vor ein paar Wochen, am 7. Mai, haben sie sich dort präsentiert. Sind dort mit dem allerersten Stück, das wir heute gehört haben, mit Klezmer Junior, angetreten mit etwa 60 Personen im Durchschnittsalter von unter 14 Jahren und haben einen zweiten Platz mit nach Hause gebracht. Das sind doch wirklich Gangster! Und wahrscheinlich deshalb war es ganz logisch, dass sie das Stück mit genau diesem Titel auch dort als zweites gespielt haben. Und nun spielen sie die Gangster nochmal für uns. Thank you.
Liebe Musikerinnen, liebe Musiker, entschuldigt, dass ich nicht nur den Titel genannt habe, sondern auch euch als Gangster vorgestellt habe. Für mich ist es eigentlich gar nicht so ein negativer Begriff, sondern eigentlich ein Begriff für Leute, die sich einfach was Außergewöhnliches zutrauen und dann eben auch umsetzen. Und dazu passt auch der nächste Song, den ihr uns spielt, Rolling in the Deep. Es ist ein bisschen ein recht dramatisches Lied, was ja auch durch den sehr heftigen schlagzeugerischen Einsatz deutlich wird. Und auch da kommt es zu einer Zeile, die dieses außergewöhnliche Menschsein rüberbringt. Da heißt es in der Übersetzung: Unterschätze nicht die Dinge, die ich tun werde. Aber die Gefahr besteht ja gar nicht. Denn jetzt, wenn wir vorhin Sarah Lager schon mal haben singen gehört, werden wir sie ganz sicher nicht unterschätzen. Verehrtes Publikum, genießen Sie mit mir Rolling in the Deep. Schön, dass du wieder singst. Dieser inzwischen ja schon dritte Teil des heutigen Konzerts hält noch ein paar Außergewöhnlichkeiten in gerade dieser Themenreihe auf Lager. Zum Beispiel jetzt sofort. Die Töne des Lieds werden Ihnen vielleicht bekannt vorkommen. Es stammt aus der Feder von Pink. Wer schon so alt ist wie ich, kennt ihn doch. Frei übersetzt klingt es
ungefähr so: Gib mir nur einen Grund. Ein kleiner reicht schon aus. Es ist nur ein Augenblick, aber wir sind nicht gebrochen, nur verbogen. Und wir können lernen, wieder zu lieben. Ist doch ein schöner Gedanke. Ein schönes, ein in sich stimmiges Lied. Und damit es auch für unseren Konzertabend stimmig wird, ist es, wie fast alle Stücke, die wir heute hören, extra für Jugendblasorchester gesetzt worden. Wir hören nun Just Give Me a Reason. Was sind diese Künstlerinnen und Künstler doch für besondere Typen? Fast hätte ich schon wieder Gangster gesagt. Aber da fällt im nächsten bekannten Stück, einem typischen Lady Gaga-Song, eine wesentlich passendere Vokabel. Da ist die Rede von Superstars. Da heißt es: Du bist auf dem richtigen Weg. Du bist als Superstar geboren. Wir hören Born This Way. Mhm.
Ja, ich glaube auch, ihr seid genau für diesen Weg geboren. Und deshalb müsste man eigentlich, so wie wir es gerade wieder gesehen haben, damit ihr unsere Dankbarkeit dafür, dass ihr diesen Weg auch geht und dafür, wie viel Freude ihr uns und vielen anderen Menschen damit macht, öfter mal ein Feuerwerk anzünden. Ein Feuerwerk für die Jubelamo. Oder, fast noch besser, ihr entzündet es selbst, dann könnte man es nicht nur sehen, sondern auch hören. Also hören wir doch miteinander ein Feuerwerk. Danke, danke, danke an Sie für Ihr Kommen, Ihr Zuhören, Ihren Applaus für die Kinder und Jugendlichen. Danke an die Lehrerinnen und Lehrer unserer Musikschule für Ihren unschätzbaren Beitrag für das Leben unserer Kinder und für das Zusammenleben in der Gesellschaft. Danke an den Kapellmeister Gernot Steindaler für seine Freude und Leidenschaft. Für seine vielen, vielen Stunden Engagement, für seine immerwährende Wertschätzung den Kindern gegenüber. Das ist einfach der Obergangster. Übrigens auch ein ganz großes Danke an die Vereinsmitglieder der Werkskapelle, die uns hier einfach so in ihrem Haus feiern lassen, als sei das selbstverständlich. Nichts von alledem ist auch nur annähernd selbstverständlich. Und deshalb danken wir als Musikgenießerinnen und Genießer des heutigen Abends aus ganzem Herzen für alles, womit ihr uns Freude macht. Dankeschön dafür. Ihnen, geschätztes Publikum, darf ich nun ein vorerst letztes Stück ankündigen, bevor Sie dann, nachdem das erklungen ist,
die Jublamu um noch zwei Zugaben bitten dürfen. Und dieses vorerst letzte Stück ist eins, was mir selber ganz besonders aus der Seele spricht. Weil ich mir zwar oft Töne und Takte merke, aber seltener, wie der Titel heißt oder gar, wie er richtig ausgesprochen wird. Und darum hören wir nun Josch. Ist doch egal, wie das heißt. Espresso und Chianti. Konzertbesucherinnen und Besucher, wir haben einen wunderbaren Abend miteinander erlebt. Die Jublamu hat uns mitgenommen in die immer wieder weitere Entwicklung dieses Orchesters. Sie hat uns ein ganz vielseitiges Programm geschenkt, mit lauten und leisen Tönen, mit Träumen und mit Vehemenz, mit Rhythmus und Gedankenspielen, mit gefühlvollen und mit ganz kräftigen Klängen. Mit einem wunderbaren Gesang auch ganz nebenbei. Heute sind auch die verschiedenen Instrumentengruppen abwechslungsreich
zum Einsatz gekommen. Und ein ganz besonders Schmankerl, dass das alles vereint, dürfen wir uns jetzt noch gönnen. Eins, wo sich's in besonderer Weise um den Bass dreht. All about the bass. Und ein bisschen Gesang gehört auch dazu. Allerletzte Stück ansagen darf, habe ich noch eine Bitte an Sie. Wir machen das ganz einfach so, wir teilen das Publikum in drei Gruppen ein, wenn Sie nachher gehen wollen. Die einen tun bitte noch was ins Kollegenkerbe für die Ausfahrt. Die zweiten tun bitte die Sessel, auf denen ihr sitzt,
in 12er Stapel übereinander stapeln und dann einfach stehen lassen. Dann können wir das leichter aufräumen, weil morgen hier Geburtstagsfeiern sind. Und die dritte Gruppe? Ja, die macht bei allen Baden mit. Und nun, ich will es mal so sagen, ihr wisst, was mein Beruf ist. Und in so manch anderer Veranstaltung, die ich begleiten darf, wird oft am Schluss noch ein Gebet gesprochen. Und ich nehme an, die Jubelamour hat extra deswegen, weil ich es begleiten darf, das letzte Stück so ausgesucht, dass am Schluss natürlich ein Gebet kommt. Und ich finde, das hat durchaus seinen guten Grund, weil man ja beim Beten manchmal ein bisschen zu sich selber findet. Und so heißt es in diesem Lied von Bon Jovi, frei übersetzt: Wir müssen an dem festhalten, was das unsere ist. Im Grunde spielt keine Rolle, ob wir das schaffen oder nicht. Wir haben ja einander und das ist viel. Für diese Liebe wagen wir den Versuch. Wir sind schon fast da. Wir leben von einem Gebet, nimm meine Hand. Wir schaffen es, ich schwör's. Wir leben von einem Gebet. Wir hören Living on a Prayer. Und wahrscheinlich hören wir vorher noch dich. Nur ganz, ganz kurz. Also ich möchte mal im Vorhinein ganz recht herzlich bedanken, dass sich der Herr Pfarrer Isensee, der Ralf, da wirklich bereit erklärt hat, wieder unser Konzert, glaube ich, wirklich mit einem Sonderapplaus von eurer Seite einmal das wieder souverän rübergebracht hat. Also, wir sind stolz, dass wir wirklich so viele Freunde, so viele Partner haben, wo wir wirklich miteinander auch in der Lage sind, kleinere, mittlere, größere und ganz große Projekte über die Bühne zu bringen. So wie der Ralf das gesagt hat, es geht immer nur miteinander. Und genauso funktioniert unsere Geschichte genau gleich. Die Jugend sitzt nur deswegen oben, weil ihr hinter der Jugend steht. Steht ihr nicht hinter der Jugend, hab ich keine Kinder, hat die Musikschule keine Kinder. Und die Musikschule ist auf freiwilliger Basis. Das heißt, jeder, was da sitzt, unterstützt mehr oder weniger die Kultur, wirklich mit einem großen Ausmaß. Und ein großes Dankeschön von unseren Musiklehrern noch einmal an euch, dass ihr bereit seid, so viel Freizeit und auch Euronen in die Hand nehmt, um das zu unterstützen. Und ich glaube, die Kinder ehren und schätzen das Ganze, dass man das wirklich auch probieren, euch da irgendwo Darbietungen zu geben, die was auch dann in der Art und Weise hoffentlich auch im Ohr hängen bleibt. Und tragt es positiv weiter. Wir haben am Sonntag das Gleiche noch einmal. Es wird sicher gleich gut gehen, es wird gleich warm werden. Also noch einmal zum Schluss, Dankeschön Ralf, Dankeschön an euch, Dankeschön der Werkskapelle Fernhof, meinerseits auch, dass wir die ganzen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen immer. Danke an euch Jugendlichen, dass ihr das ganze Jahr mittragt mit mir. Gell? Und danach, wie er gesagt hat, war es super, wenn wir eine 12er Stapel machen und wenn wir gemütlich draußen noch was trinken, unterstützt die Werkskapellen Fernhof, unterstützt das Jubelamour. Und so werden wir das ganze Jahr die nächsten Jahre super über die Bühne bringen. Dankeschön.